Recht herzlich willkommen zur 79. Folge, glaube zu von Simotrans, nicht zu Simotrans, von Simotrans. Diesen Hof müssen wir umbauen, das war unser Ziel jetzt. Dafür müssen wir ein paar Tools rausholen. Wir machen mal diesen hier runter. Dann machen wir die beiden auch noch runter und dann schauen wir mal, dass wir hier noch was hinkriegen. Ja, sieht jetzt gerade schlechter aus. Machen wir so. So. Ja, so. Und so. Den machen wir nachher nach da. Und dann machen wir hier ein Auswahlschild hin. Und das dort und dorthin. Und dann müssen wir den abreißen. Und setzen die Straße so rum hin. Dann entfernen wir die Verbindung von da nach da. Von da nach da können wir auch wegmachen, obwohl das uns, glaube ich, nicht betraf, weil das schon vorher da war. Und setzen das dahin. So, wenn mich nichts täuscht, müssten zwei Trecker maximal kommen und ein Platz bleibt dann für unseren dritten LKW frei. Schlecht wäre es, wenn der dritte die drei LKWs nichts transportieren und dann die Trecker nicht wiederum. Na, vielleicht sollten wir da nochmal was umbauen. Mach den hier nochmal weg. Und wir machen das so und so. Und machen da lieber noch zwei Buchten mehr hin. Da können auf jeden Fall die drei LKWs da auch stehen und das beladen, ne? Jetzt haben wir hier Döbeln Zweig und. Okay, das heißt, das ist schief gelaufen. Der muss weg. Und der auch. Und wir müssen das Ganze andersrum aufbauen. Das war jetzt ein Fehler von mir. Wir müssen das von hier nach da aufbauen. Und es ist auch die gleiche Stelle, ne? So. Sollte funktionieren. Kommt gerade keiner, ne? So, da war einer. Der ist auch voll und fährt wieder. Kommt noch einer. Der fährt geradeaus durch. Ist dann aber auch schon voll. Kleiner Anzeigefehler hier. So, da ist der dritte LKW. Wo fährt denn welche Bucht? Da links rein. Anzeigefehler hier wieder, aber alles gut. Flotoplatt, den Weg ist überfüllt, okay. So, da kommen jetzt die beiden Bauern wieder. Und der ist vollgeladen. Und der auch, sind beide vollgeladen. Die bringen auf jeden Fall was her. Und der ist leer dann und wartet auf Füllung. Okay, das ist dann jetzt nicht so toll, weil eigentlich bringen die in der anderen Richtung ja das alles auch hier hin, ne? Ich glaube, das sollten wir schon vielleicht die Wartezeit da rausnehmen, oder? Bei dem zweiten wird das nämlich jetzt genauso passieren. Den hier ändern. Nein, das war falsch rum dann. Machen wir so, ne? So läuft. Dann fahren die auch wieder durch. Es macht keinen Sinn, dass die jetzt hier stehen, wenn die von innen Ware bringen, ne? Und lassen wir mal gerade fahren. Dann sehen wir nämlich, dass die da hinten hin sind. Und beide wahrscheinlich voll auch wiederkommen, ne? Der erste ist voll, der zweite ist voll. So sieht's aus. So, das funktioniert. Mal gucken, wo der Hafen ist. Da ist er. Und wie sieht es hier mit Waren aus? Passagiere warten, 1779.
reichlich, da könnte man noch ein Boot einsetzen. Landwirtschaftliche Güter sind auch am Warten. Flüssige Lebensmittel, die Milch ist reichlich da. Das müsste man mal wegbringen, ne? Da ist so ein LKW, glaube ich, für Milch, oder? Flüssige Lebensmittel, ja, 12 Tonnen. Warte mal. Lädt er denn die komplett auch voll? Oder? Ah, doch, ist ein Doppelter hier. Passt sogar ein einfacher, ne? Okay. Sollten wir nochmal überdenken, wie voll unsere Dingen sind. Sag schon, unsere Haltestellen, ne? Gut, lass mal gerade hier nochmal reingucken, erstmal, wie sich so alles ergibt. Okay, Straße ist hier verlängert, wie man sieht. Aber wächst jetzt noch nicht aus unserem Haltestellenbereich. Hier ist das identisch. Passt noch. Hier war noch ein Zipfel von der Straße, der aber auch nicht jetzt irgendwas blockiert. Da ist nichts zugekommen. Wie sieht es in Waldeck aus? Waldeck ist auch noch abgedeckt. Lauter baut da einen Zipfel, aber noch alles abgedeckt. Jo. Sondershausen ist auch noch abgedeckt. Döbeln hatten wir schon. Radolfzell baut hier eine Straße weiter aus. Und sonst ist aber alles abgedeckt. Und dann haben wir noch Adenau. Da ist aber auch alles im grünen Bereich. Gut. So, das würde bedeuten, wir gucken jetzt mal in die Liste der Haltestellen. Haltestellenliste. Wartend. Absteigend. So. Da warten ganz viele Passagiere. Wo wollen die denn alle hin? Ich glaube, das ist Döbeln, alter Elbtunnel. Das ist wiederum ein Hafen. Der liegt doch hier, ne? Ja. Die wollen nur noch darüber. Und das ist Altenau. Bieberstraße, Hafen. Warte mal, Altenau. Das ist der dann da oben, ne? Und dann haben wir noch Döbeln, mittelalterliche Kirche. Wo ist die mittelalterliche Kirche? Hier links? Ja. Okay, der Busverkehr innerstädtisch ist dann auch noch gefragt. Der fährt da gerade und der könnte die alle transportieren eigentlich. Ein Passagier nimmt er da auf. Müssen wir mal gerade gucken, wie der fährt. 4. Immer noch 4. 11. So, 60 vom Bahnhof weg. Schon die ersten da vorne. Verfolge ich den mal gerade. Jetzt ist er wieder voll. Hat jeder 60 mitgenommen. Die meisten da hinten zur mittelalterlichen Kirche wohl. So. 60 geholt. Keiner steigt aus. Da steigen 16 aus, oder? Warum der Miese einfährt, wenn er doch so voll ist, verstehe ich nicht so ganz. Sind doch relativ viele Leute immer drin. Tja. Zu viele Hin- und Herkutscherei, obwohl er gar nicht dahin muss, wahrscheinlich, ne?
Naja, lassen wir das erstmal so. Und die mittelalterliche Kirche ist jetzt auch nicht mehr da drin, oder wie sehe ich das doch? Ne, Elbtunnel ist hier. Ne, das ist da. Und das ist noch über Elbtunnel. Die Schiffe sind's, ne? Die Schiffe. Döbeln, Altenau. Der fährt da voll. 500. Lass mal gerade gucken. Verfolge ich den mal. Der hat 500 geladen. Fährt jetzt wohin? Gute Frage, ne? Elbtunnel da überhaupt gar nicht an, oder? Der fährt durch. Nee, der fährt nicht durch, der fährt dahin. Da war immer noch 500 Leute drin. Und tauscht die da auch komplett aus. MS Koblenz heißt das gute Schiff. 500 Passagiere. Gehen wir auf die Karte. Hier oben hin. Dahin. Schiffe, was man Passagiere machen nur. Und das ist das Einzigste. Und das kommt auf die gleiche Linie wie das andere. Das ist Döbeln-Altenau, ne? Oder wie heißt die Linie? Döbeln-Altenau. Und starten. Zweites Schiff da. So. Dann haben wir noch Riedenburg-Floto. Das sind auch 500. Mach das mal dahin. Und wir stehen da. Über Floto. Hardexen ist das mit dem Zug. Floto nochmal 47. Na, ich glaube, hier ist die Frage, ob das klappen würde, ne? Aber das sehen wir ja gleich, wenn das Schiff hier durch ist, oder? Das ist ja kurz davor. Kommt der jetzt? Ist das der? Ja, das ist der, ne? Ja. Also der ist jetzt voll. Und ist nicht voll. Gut. Dann ist da das nicht vonnöten, würde ich sagen. Obwohl man weiß nicht, wie es bei Floto aussieht, ne? Wir stehen da. Das war jetzt falsch. Das sind aber auch nicht ganz so viele, ne? Floto, 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 das ist alles hier. Ne, das eine Schiff reicht, aber den anderen zwei sind okay. Hier nur eins. Okay, läuft. Und das Ölschiff. Naja, das ist alles geklärt erstmal. Dann können wir das auch zumachen. Den können wir auch zumachen. Und was hatten wir hier? Ach, da war mein Döbeln. Jo, das läuft schon mal. Döbeln, Waldweg war hier geklärt. Südfrüchte Radolfzell, okay. 944 Paletten. Die Gerste.
aus dem Hafen raus. Hier unten haben wir noch flüssige Lebensmittel. Dieser hier sozusagen, ne? Das ist Döbeln Hafenmarkt. Döbeln Hafenmarkt. Und da müssen wir hier noch mehr drauf machen dann. Das war jetzt Milch, ne? Flüssige Lebensmittel. Wie viel kann der? 5 Kubikmeter und der 8 Kubikmeter. Und der kann 7 Kubikmeter. Ich glaube, das ist dessen Anhänger, ne? Jupp. Machen wir 2 von. Und wo kam der hin? Irgendwas mit Markt. Döbeln, Hafenmarkt, oder? Starten. Stopp, da muss auch noch Döbeln, Hafenmarkt hin. Starten. Hier oben kommt gerade einer an. Döbeln, Hafenmarkt, der war das auch gut. Das haben wir dann optimiert. So, die Gerste. Geht mit dem Schiff weg, ne, oder? Ist denn da jetzt schon ein Schiff? Südfrüchte. Landwirtschaftliche Produkte sind das, okay. Das macht mal 140 Tonnen. Das ist leer jetzt, die Südfrüchte. Die fahren alleine wieder weg, ohne Inhalt. Deswegen fährt der auch so viel Miese rein. Das hatten wir ja schon, ne? Der fährt jetzt hier ran und holt sich die 140 Tonnen hier weg. Komm schon. Der ist jetzt da und geladen. Und hat das auch hier weg. Passt. Fährt auch Plus ein. Glaube ich jedenfalls, aber nicht lange. So, der kam aber leer hier an. So, wo fährt der denn das Getreide nochmal hin dann? Dann lass uns mal gerade gucken. Der fährt doch da oben hin, ne? Wieso wird er nicht runtergeliefert? Da hat man doch einen kleinen LKW sogar gebaut, oder? Hm, komisch. Warte mal, da müssen wir hier nur hoch und dann muss irgendwo der Hafen gleich kommen. Hier. Und der fährt auch nicht. Da ist mit dem LKW auch nicht was passend. Den haben wir irgendwie 100% in eine Richtung gegeben, ne? Und das bringt uns dann auch nicht. So. Schließen. Schließen. So, was liegt hier? 32,48 und der müsste das jetzt gleich mehr werden, ne? Der fährt immer nur so lange, bis der Kahn leer ist, aber er bringt nichts zurück hier. Das sollte er jetzt aber gleich machen. Es sind nur 80 Tonnen da, ne? 140 kann er. Jetzt 99. Und wie viel liegt hier? Na, 100 wird 100. 200. Mehr passen da vielleicht auch nicht hin oder so. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt auf jeden Fall funktionstüchtig.
Gut, haben wir das alles repariert. Nur nächstes Mal müssen wir noch weiter gucken. Warte mal. Flüssige Milch haben wir gemacht. Die landwirtschaftlichen Klamotten haben wir gemacht. Hier liegen noch Südfrüchte, die noch nach dem Markt müssen. Da müssen wir nächstes Mal nochmal reingucken bei den Südfrüchten, dass wir da noch Palettentransport optimieren. Passagiere haben wir dran gemacht. Gut, und dann gucken wir weiter in dieser Liste, was wir noch weiter optimieren können. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.